Herzlich willkommen zu Let's Play The Hunter. Ja, heute möchte ich euch die Tierart das europäische Kaninchen vorstellen. Wird auch genannt, wenn man es jetzt zum Beispiel in der Hunter Wiki suchen will, Wildkaninchen. Ja, Wildkaninchen, warum Wildkaninchen? Ja, das weiß ich selbst nicht so genau. Ich kann euch jetzt nur ein paar Daten, Fakten, Zahlen dazu nennen. Ja, fangen wir vielleicht an mit das, was ich am meisten gefragt worden bin. Was ist ein guter Score für so ein wildes Kaninchen? Also, wenn man auf der Weltrangliste ist, muss man mindestens den Score 2464 überbieten. Und der Höchstscore, also das größte Kaninchen, was bis jetzt je geschossen wurde, beträgt 2499 an Score. Dann der höchste CSS, den man erreichen kann, ist 73. Die Tiere kommen häufig in Gruppen vor. Also, das werden wir gleich sehen in Bauten. Ja, dann weiter geht's mit Gewicht. Das maximale Gewicht ist 2,25 Kilo bei den Männchen und bei den Weibchen 2,5 Kilo. Na gut, das war's dann eigentlich schon mit den Zahlen. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Waffen. Und zwar, ich jag die Kaninchen so, ich suche mir die Bauten und stelle dann irgendwo daneben so ein Dreibein auf. Ja. Was sich nichts bringt, sich weit wegzulegen und darauf warten, bis sie rauskommen, sie mit einer 22er zu schießen. Das haut nicht so ganz hin, aber man kann sich so 20 Meter entfernt hinstellen und dann warten, bis sie rauskommen und dann schießen. Oder man macht so wie ich, man stellt sich das Dreibein hin und wartet mit der Schrotflinte. Ja, nur bei der Schrotflinte, da ist es so, man sollte eine nehmen, mit der man schnell schießen kann und mit der man gut zurechtkommt, ansonsten wird einem das Ganze nichts nützen. Die sind mehr oder weniger sehr empfindlich. Und zwar, wenn sie rauskommen und dich sehen, sind sie gleich wieder in deren Bauten drinnen. Wenn man so ein Kaninchen anschießt und es kommt nicht wieder raus aus dem Bau, dann liegt es wahrscheinlich innen drin. Ob das jetzt schon gefixt wurde, weiß ich nicht, aber da kann man dann nichts machen. Aber zu 90% würde ich jetzt mal sagen, kommen die wieder raus. So, jetzt gehe ich aber mal los, zeig uns ein paar oder hol uns ein paar Bauten. Dann kann ich euch auch zeigen, wo es die gibt. Ich blende euch jetzt, auch wenn ich hier mit Drehen fertig bin, noch eine Karte ein, wo man die häufig findet. Hier in Vallebor ist es ein bisschen mehr verteilt, aber in Bushrangers Run, da ist es so ziemlich auf der ganzen linken Seite. Aber da würde ich sagen, ich blende euch jetzt noch zwei Karten ein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich Hasen gefunden habe. Bis gleich. Was ich auch noch empfehlen kann, man sollte immer eine Waffe für andere Wildarten mitnehmen. Auf Vallebor vor allem für Reh, weil hier oben gibt es ziemlich viele Rehe. Vor allem in dem Bereich hier, wo es auch Kaninchen gibt. Da findet man so ziemlich immer ein Reh. Also ich suche jetzt am Anfang mal hier oben. So, hier so an dem Weg entlang. Hier drüben auf der Wiese. Da finde ich die immer. Oder sonst denn da drüben am Flussufer. Oder hier so. Das sind so meine Kaninchen-Spots. Gut, dann gehe ich weiter und suche Kaninchen. Bis gleich. So, was auch ein guter Tipp ist, man sucht sich Spuren von den Kaninchen. Und hofft, am allerbesten ist es, wenn man eine flüchtende Spur bekommt. Denn wenn man eine flüchtende Spur bekommt, dann flüchten die Tiere nämlich immer in Richtung deren Bauen. Bau. Keine Ahnung, wie die Mehrzahl von Bau ist.
Aber jetzt sind sie ziehen, dann ziehen sie darunter. Da ziehen sie meistens von der einen Bauanlage in die andere. Seht ihr? Und hier flüchten die schon. Wird jetzt wahrscheinlich noch eine Ziehende sein. Und hier ist eine Flüchtende. So, und jetzt verfolgt man einfach die Spur, bis man an der Bauanlage dran ist. Die spawnen immer unterschiedlich, also an verschiedenen Orten. Das heißt, die werden nie an derselben Stelle sein, sondern immer woanders. Aber es gibt so circa eine Richtung, wo es immer welche gibt. Seht ihr? Und hier ist schon ein Bau. Da ist der nächste. Meistens sind so 5 bis 7 Baue auf einer ran einer Stelle. Hier ist noch einer. Jetzt sucht man sich am besten einen Platz, wo man am besten über die ganze Anlage blicken kann. Kann man ruhig ein bisschen rumprobieren mit dem Dreibein. So. Jetzt merke ich, ich sehe hier den Baum. Scheiße, jetzt musste ich die Waffe erst nachladen. Aber jetzt habe ich ein Problem mit dem Bau da drüben, weil jetzt sehe ich den nicht. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe hier die falsche Munition drinnen. Das sollte man nämlich auch achten. So, wenn das hier nicht passt, dann suche ich mir einfach eine andere Stelle. Und bis ich die gefunden habe, würde ich sagen, mache ich jetzt einen Cut. Bis gleich. Was noch ein Tipp ist, auf nahe Distanz immer die Waffe unten lassen. Wenn man jetzt sein Dreibein etwas weiter weg platziert, wenn zum Beispiel die Bauten alle da drüben wären, dann würde ich immer mit der Waffe im Anschlag bleiben, wo viele das Gegenteil sagen. Aber das würde dann viel zu lange dauern. Anzulegen und zu schießen. Und warum ich noch ein Dreibein bevorzuge zur Kaninchenjagd? Man muss dort nicht die Luft anhalten, wenn man schießen will. Und das ist ziemlich vom Vorteil. Also bei Schrotflinten muss man generell eigentlich nicht die Luft anhalten, weil die halten auch so ruhig. Aber es ist halt vom Vorteil. Und da kann man dann halt schnell anlegen und schießen. Und was noch vom Vorteil ist, immer zwei Schuss drin zu haben, wenn man den ersten nicht trifft. Gut, ich warte jetzt weiter auf Kaninchen. So. Jetzt haben wir gleich zwei Stück. Das ist es dann eben gut, immer zwei Patronen in der Waffe zu haben. Da kam jetzt ein 3 raus. Und wir haben zwei bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Wie man sieht, ich habe jetzt mein Dreibein umgestellt. Das ist jetzt die optimale Position, weil dann sehe ich den hier rechts, hier links die zwei, hier unten den und den hier rechts, wenn ein Hase rauskommt, sehe ich ihn auch noch. Gut, dann würde ich sagen, ich warte jetzt weiter. Was noch ein Tipp ist, wenn dann etwas länger keine Hasen kommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel erst drei erlegt. Da werden wahrscheinlich noch welche drin sein. Aber um das zu überprüfen, sammelt man dann einfach die Hasen ein. Ja, das ist ein Männchen. 1506. Der kommt mir jetzt ziemlich groß vor. Wandert der Maximalwert nochmal. Nein, das ist ein kleiner, habe ich mich jetzt vertan. Ich habe jetzt mit 2000 rechnen. Habe ich mich jetzt ein wenig verguckt. 1995. Und jetzt noch der letzte. 1,8 Kilo und Männchen 1800. So, jetzt, wenn der Hase. Ich habe die Waffe gesagt. Ja. Ein ist auf jeden Fall noch irgendwo. Haben wir jetzt aufgekriegt. So. Jetzt steige ich hier auf.
Ich höre jetzt hier irgendwo Hasen. Ah, man sieht jetzt aber hier an den Spuren, dass die meisten Spuren weg sind, weil ich die Hasen eingesammelt habe. Sondern ich sehe hier jetzt nur mehr eine Spur. Und das heißt, ein Hase ist noch im Bau. Das ist jetzt zwar nicht 100% sicher, aber man kann zu 99% sagen, dass das stimmt. Wenn da noch eine Spur ist, dass da noch ein Hase im Bau ist. Dann würde ich sagen, auf dem warten wir noch. So, noch ein Tipp. Wenn man jetzt denn hier runter geht vom Dreibein und es so aussehen lässt, dass man wegrennt, also man rennt einfach mal über die Bauten, dann denkt der Hase, man geht weg. Man kann den nämlich ganz gut täuschen. So. Jetzt bin ich hier rumgerannt, jetzt denkt der Hase eigentlich, ich bin weg. Und dann wird er sich bald hier blicken lassen. Zumindest zu 80% ist es dann immer so. Dann würde ich sagen, wir warten jetzt auf den Hasen. Gut, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass der weitergezogen ist. Weil ich habe jetzt hier gut eine Viertelstunde verbracht und hatte keinen Hasen. Na gut. 2113. Na gut, das ist für heute mal der größte. Ja, jetzt sind hier auch alle Spuren weg. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, zu welchem Tier ihr vielleicht, falsch rum, zu welchem Tier ihr vielleicht noch ein Tutorial, nenne ich das jetzt mal, sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.